Die unangenehme Wahrheit. Missbrauchte Kinder, gequälte Seelen. 24 Stunden Spezial. Im Studio Ulrich Mayer. 24 Stunden Spezial. Wir wollen uns heute Abend mehr als 2 Stunden Zeit nehmen, um Ihnen die unangenehme Wahrheit zu zeigen. Diese Zeit ist doch auch notwendig, denn das, was Sie jetzt bei uns erfahren werden, das scheint beim ersten Hinhören unglaublich. Das lässt weitere Fragen aufkommen, das verlangt später nach der Einschätzung von Experten. Jetzt wollen wir Ihnen berichten über das Schicksal von Noemi. Sie ist erst 18 und sie hat eine Kindheit hinter sich, die voller Gewalttätigkeiten war. Und zwar in einer Dimension, die man sich nicht vorstellen kann. Die aus sexuellem Missbrauch bestand, aus satanischen Riten, aus Kinderopfern und Kannibalismus. Noemi erzählt ihnen ihre Geschichte und sie nennt Namen. Sie weiß, dass sie sich in Gefahr begibt, aber sie will, dass wir alle vor diesem Unbeschreiblichen die Augen nicht länger verschließen. Die unangenehme Wahrheit, ein Film von Didier Cazé, Veronique Chadron, Ralf Hermersdorfer und Tanja Schmidt. Noemi ist 18 Jahre alt. Eine junge Frau, die versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Ein ganz normales Leben. Mit der Besonderheit, dass sie nichts von all dem vergessen hat, was sie durchleben musste. Wenn ich jetzt rede, dann natürlich, um diesen Film zu machen, um auszusagen, aber vor allem, damit man es hört und immer wieder hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täglich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die Realität. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und ich muss es endlich mitteilen. Auch wenn es nichts Schönes ist, aber ich muss es machen. Damit die Kinder das nicht mehr erleben müssen, damit es weniger Vergewaltigungen gibt, weniger Morde, damit die Leute aufwachen, die Realität begreifen, damit es nicht mehr heißt, das Kind hat gelogen, das Kind fantasiert doch nur. Nein, das Kind sagt die Wahrheit und die muss man vor allem hören wollen. Gewalt gegen kleine Kinder, ritueller Missbrauch bis hin zur Menschenopferung. Das, was Noemi uns in den nächsten Tagen erzählt, gehört zu dem Unvorstellbaren, was Menschen tun können. Noemi wird durch ihren Vater und andere Täter, Männer aus allen sozialen Schichten, eingeweiht in Szenen der Barbarei, der Folter vor laufender Kamera. Wir brauchen Zeit und den nötigen Abstand, um all das, womit wir konfrontiert werden, verarbeiten und analysieren zu können. En fait, nous lui avons proposé de vivre quelque chose de différent, parce que l'approcher pour une interview quelques heures, en tirer le. Wir haben Noemi unsere Idee vorgeschlagen. Denn einfach mal kurz ein Interview zu führen, um das Wichtigste herauszubekommen, war unserer Meinung nach für solch schockierende Aussagen nicht unbedingt eine angemessene Maßnahme. Also haben wir sie nach Deutschland gebracht. Mein Team und ich, wir haben uns die Zeit genommen, ihr etwas anderes zu zeigen. Wir sind in den Nordosten Deutschlands gefahren, an die Ostsee. Dans le nord-est de l'Allemagne, sur la Baltique, pour la mettre en confiance, pour wir wollten Noemis Vertrauen wecken und ganz viel Zeit haben, um in Ruhe mit ihr zu reden, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, ohne zeitlichen Druck aufs Neue mit ihr zu reden. Um über eine Vergangenheit zu sprechen, die inzwischen beinahe 10 Jahre zurückliegt,
und sich noch einmal in die Situation von damals hineinzuversetzen. Das war keine leichte Angelegenheit, aber ich glaube, in dieser Umgebung haben wir genau das erreicht. Je crois que nous avons recueilli ça au terme de ce séjour. Vier Tage dauern meine Interviews. Bis weit in die Nacht versuchen wir gemeinsam, uns den schrecklichen Fakten zu nähern. Der sexuelle Missbrauch beginnt mit 5. Als Noémie 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert. Das war kurz und brutal. Sie machten es halt mit mir und meiner Cousine Camille. Das war's. Eines Tages sagte mein Vater mir, wir fahren zu meinen Cousinen. Ich war gern da, weil ich sie sehr mochte. Im Haus waren mein Onkel André und meine Cousinen Camille und Marie. Und dann haben sie es getan. Sie haben uns ausgezogen, Creme zwischen die Pobacken gemacht und uns vergewaltigt. Einer nach dem anderen. Meine größere Cousine Marie war bereits keine Jungfrau mehr, glaube ich. Und es war der erste richtige Akt für dich, wenn ich das so sagen darf. Ja. So kann man das sagen. Gleichzeitig haben wir gelernt, mussten wir lernen, was Fellatio bedeutet und wie man das macht. Ja. Die Kinder blieben dort unten niemals lange am Leben. Nur solange sie vergewaltigt und gefoltert wurden, und dann hat man sie getötet. Das war's. Die Kinder waren da unten alleine, hätten niemals fliehen können, denn sie waren zu heftig geschlagen worden, zu oft vergewaltigt, voll Drogen gestopft oder tot. Mein Vater und die anderen Männer hatten das kleine Mädchen bereits vergewaltigt. Ich bin reingekommen und war irgendwie eifersüchtig, weil ich wusste, dass mein Vater damit gemacht hatte. Dann aber stellte sich so ein Gefühl von Zufriedenheit bei mir ein. Wahrscheinlich, weil ich an dieser Zeremonie teilnehmen durfte. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. Ich werde nicht zum ersten Mal mit derartigen Horrorszenarien konfrontiert. Dennoch kostet es auch mich Überwindung, auf das Grauen der geschilderten Erfahrungen einzugehen. Noémie berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einem Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Bis heute wird die Existenz des Kellersystems von Saint-Victor von der Justiz verleugnet.
Ich habe Jacques Berthelot kontaktiert. Er stimmte zu, sich noch einmal dem Fall Noémie zu widmen. Wir fuhren gemeinsam nach Saint-Victor, dem Dorf, wo all das passiert ist. Wir wollten noch einmal Schritt für Schritt den ganzen Beweisen nachgehen, die er damals als Ermittler der Kinderorganisation CIDE herausgefunden hatte. Il est même l'auteur d'une attestation dans lequel, puisque le cœur du problème à Saint-Victor, c'était. Das Problem an Saint-Victor, an diesem Fall, ist jedoch, dass die Existenz der unterirdischen Gänge komplett verneint wird. Berthelot machte damals bei der Polizei eine schriftliche Aussage, in der er jedoch die Existenz der Gänge bestätigte. Deshalb sind wir mit ihm noch einmal nach Saint-Victor gefahren, um uns zusammen anzuschauen, was er damals recherchiert hatte. Afin qu'il puisse nous montrer et revoir ensemble les éléments qu'il avait trouvé à l'époque. Près du château. Nicht weit von dem Schloss entfernt haben wir einen Eingang zu einem unterirdischen Gang gefunden. Einen Eingang, der mit einem Stück Blech bedeckt ist und in dem sich giftige Schlangen befinden. Es handelt sich um einen unterirdischen Gang, der schon seit Jahrhunderten existiert, aber heute für uns nicht mehr zugänglich ist. Denn schon nach circa einem halben Meter kommt in dem Gang eine Mauer aus Stein. Et dont nul ne pourrait nier l'existence. Un peu plus haut, au-dessus de la route. Etwas höher, oberhalb der Straße im Wald, gibt es einen weiteren Eingang, der heute mit einer Betonplatte verschlossen ist und der laut unserem Plan in direkter Verbindung mit dem ersten Eingang steht. Qui n'est donc plus accessible, mais qui est une communication avec la première que nous avions. Noémie spricht von einem weiteren Gang, der auf direktem Weg die Dorfkirche mit einem roten Haus verbindet, das Haus, in dem ihr Vater wohnte und als Tischler arbeitete. Et dans lequel il exerçait sa profession, ébéniste. Nous sommes entrés à l'église. Wir sind in die Kirche gegangen und der Eingang, der von den Kindern beschrieben wird, unterhalb des Altars, ist zubetoniert. Man sieht deutlich, dass das erst vor kurzem passiert sein muss. Ich war schon mehrmals in Saint-Victor. Es gibt da unterirdische Gänge. Ich hatte damals die Gelegenheit, davon Fotos zu machen. Diese Fotos habe ich in die Hände des stellvertretenden Leiters der Polizei von Privas gegeben, Maron. Er sollte sie zu der Akte mit dem Protokoll meiner Anhörung legen. Diese Anhörung hatte ich im April 1999 bei der Polizei gemacht. Doch die Akte ist ganz plötzlich verschwunden. Weder die Fotos noch das Protokoll meiner Anhörung sind aufzufinden. Warum passiert immer das Gleiche? Warum werden die mutmaßlichen Täter nicht zur Verantwortung gezogen? Jahrelange Recherchen führen mich immer wieder zu dieser einen Erklärung. Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, haben die Macht, sich gegenseitig zu schützen. Und es ist viel Geld, sehr viel Geld im Spiel. Noémie berichtet von Kindern, die vor laufender Kamera vergewaltigt, gefoltert und geopfert werden. Diese sogenannten Snuff-Videos kosten als Duplikat bis zu 20.000 Euro. Ich kam rein, die Vorhänge waren zugezogen, es war dunkel. Auf dem Boden lagen Teppiche. Sie sagten mir, ich solle mich setzen und ich habe mich gesetzt. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lange. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben.
Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Mein Großvater Maurice zeigte dann meinem Bruder, wie man das Kind tötet. Mein Bruder tötete es. Das Kind hat natürlich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete und wir mussten rausgehen. Nach ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lange, kamen sie raus. Die Zeremonien liefen immer ungefähr gleich ab. Dann gab es ein Essen auf der Terrasse. Da waren zwei große Platten, gefüllt mit Fleisch. Heute weiß ich, es war Menschenfleisch. Du glaubst, du hast Menschenfleisch gegessen? Ja klar, ich bin sicher. Es gehörte zur Weihe dieser Sekte. Man wird zum Mitglied gemacht, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Man muss eben an einigen schwarzen Messen teilnehmen und bestimmten Ritualen folgen. Damals habe ich das alles nicht wirklich verstanden. Heute, mit Abstand, denke ich, was ich bei den anderen Kindern machen musste, nämlich Teile ihres Geschlechtes abschneiden, war ebenfalls Teil dieser Rituale. Das gehört normalerweise nicht zu den üblichen Snuff-Movies dazu. Es war eben mehr oder weniger eine Weihe, um Mitglied dieser Sekte zu werden. La seule initiation que ça pouvait être, c'était à la secte, indépendamment d'elle, mais pourtant. Et l'aboutissement. Die Rituale laufen auf nichts anderes hinaus als auf Kannibalismus. C'est du cannibalisme. Oui. Ja. Noemi wirkt in meinen Interviews weder abwesend noch verwirrt, eher kühl und klar. Wenn sie sich an etwas nicht erinnert, gibt sie es zu. Irrtümer korrigiert sie sofort. Wie konnte Noemi das alles aushalten? Kann man ihr überhaupt glauben? Wir fahren mit ihr nach Berlin zu der Psychologin Ariane Ehinger. Wenn wir hören, was Noemi über die Vorgänge in diesem Keller erzählt, geht es uns so, dass Bilder entstehen und diese Bilder müssen wir ganz schnell wegschieben, weil wir sie nicht ertragen können. Mir jedenfalls ging es so, als ich hörte, was diesen Kindern dort im Keller angetan wurde. Wenn wir uns das vorstellen, wie es uns geht, wenn wir das nur schon hören, und Noemi musste das als Kind erleben, können wir ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was sie mit ihren Gefühlen anstellen musste. Nämlich die völlig beiseite schieben. Und das hatte sie ja schon gelernt, schon durch den sexuellen Missbrauch, der mit 5 Jahren anfing. Also sie hat praktisch den Roboter in diesen Keller geschickt. Und das Kind blieb zu Hause. Und dort führte sie die Befehle aus, die der Vater gegeben hat. Und war gleichzeitig eingebunden in das Geheimnis und hatte nach wie vor diese besondere Stellung beim Vater, von der sie natürlich auch sehr abhängig war. Sie hatte nur den Vater. Ansonsten war sie ja völlig isoliert. Zur Mutter keinen guten Kontakt, da sie entfremdet, der Mutter entfremdet war. Und ansonsten war sie auch sehr zurückgezogen. Nach dem Gespräch mit der Psychologin Ehinger wird auch mir immer klarer, wie der Vater sie schon als kleines Mädchen regelrecht programmiert. Noemi kann das Schlimmste ertragen, weil sie sich in 2 Persönlichkeiten spaltet. Einen Roboter, der wie ferngesteuert die Befehle ihres Vaters ausführt. Und das kleine Mädchen, das zu Hause mit ihren Puppen spielt.
Es gibt ein paar Faktoren, die zusammenkommen, aufgrund derer ich sage, sie ist absolut glaubwürdig. Das eine ist, dass sie heute als 18-Jährige dasselbe, auch im Detail dasselbe wiederholt, was sie schon als 11-Jährige gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie wirklich die Dinge im Detail beschreibt und sich nie widerspricht. Also die Dinge nie anders darstellt, als sie sie schon dargestellt hat. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass ich sie so erlebe, wie ich wirklich auch andere traumatisierte Personen schon erlebt habe. Nämlich die große Distanz, mit der sie über die Dinge spricht, die sie erleben musste. Es klingt vielleicht paradox, aber gerade das ist für mich auch noch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Und sie tut nichts dazu, also sie versucht nicht zu erscheinen, als Opfer zu erscheinen. Sie sagt ja auch, das Opfer, mit dem will sie nichts mehr zu tun haben. Sie wirkt absolut authentisch, wenn man den Hintergrund bedenkt und den Hintergrund hat, dass sie diese Distanz aufrechterhalten muss, weil sie sonst zusammenbrechen würde. Also ich habe Wir fuhren nach Tournon zu einem Paar. Dort stellte mein Vater mir Marc Dutroux vor. Er sagte mir, das ist Marc, ein Freund von mir. Ich musste ihn mit Küsschen begrüßen und dann ging ich weg. Das Gespräch zwischen den beiden Männern interessierte mich nicht. Mir war es damals als Kind egal, was Erwachsene miteinander besprachen. Also ich begrüßte ihn und ging spielen. Als die beiden fertig waren, sind wir wieder gegangen. Und einige Monate später sind wir wieder dorthin gefahren. Mein Vater und Marc Dutroux sprachen miteinander und ich ging wieder spielen. Marc Dutroux, auch bekannt als das Monster von Charleroi. Dem Kinderschänder wird die Entführung von 6 Mädchen zur Last gelegt. 4 starben, 2 überlebten die sadistische Gefangenschaft. Ende des Jahres soll dem Belgier der Prozess gemacht werden. Wir alle kennen den Fall Dutroux. Er war damals das Gesprächsthema in Europa. Heute befindet sich Marc Dutroux als einziger im Gefängnis. Und es hat den Anschein, dass dieser Fall ein rein belgischer Fall bleiben soll. Semble-t-il, risque de rester belge. Et ce que nous amène Noémie. Aber mit all dem, was Noémie heute aussagt, und wenn sich ihre Aussagen bestätigen, hätten wir einen französischen Bezug im Fall Dutroux. Denn Noémie lebte damals im Ardèche-Tal, als sie Opfer der Gewalttaten wurde, die sie uns heute beschreibt. Und Noémie sagt, 1995 habe sie dort Marc Dutroux zweimal zusammen mit ihrem Vater getroffen. Dieser Aspekt wurde bisher in den polizeilichen Ermittlungen noch nicht berücksichtigt.
Aber wenn es so sein sollte, dann würde sich durch Dutroux's Auftauchen in Frankreich ein ganz neues, ein europäisches Kapitel in Sachen Pädophilie öffnen. Dans une affaire de pédophilie française cette fois-ci. Eigentlich müsste ich im Prozess gegen Marc Dutroux aussagen. Nicht wegen Vergewaltigung und all diesen Dingen, sondern einfach nur, um die Verbindung zwischen Marc Dutroux und Frankreich aufzuzeigen. Ich beschreibe genau das, was Marc Dutroux in Belgien gemacht hat. Und ich habe ihn in Frankreich gesehen. Meine Geschichte ist also der Beweis dafür, dass es sehr wohl ein pädophiles Netz gibt. Dass die Pädophilen ein Netz organisiert haben, um Kinder töten zu können, um Kassetten herzustellen, um Kinder zu vergewaltigen. Es sind nicht irgendwelche Amateure, die Videofilme aufnehmen, oder irgendwelche Verrückte, die Kinder entführen und umbringen, um ihre persönlichen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, es ist ein professionell geführtes Netz mit einem großen Markt für Pädophilie, einem Angebot an Kassetten, pädophilen Fotos und Snuff-Movies. Und mein Vater und Marc Dutroux gehören auch zu diesem Netz. Als Noémie 10 Jahre alt ist, endet für sie das Martyrium. Bis heute lebt sie versteckt an einem uns bekannten Ort in Südeuropa. Sie ist jetzt volljährig und sie ist entschlossen, endlich selbst die Initiative zu ergreifen. Noémie wird Anzeige erstatten. Gegen die Täter, die sie alle kennt. Wegen sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und Mord. Ich werde nicht die ganze Welt darum bitten, mir zu glauben. Jeder soll glauben, was er will. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Punkt. Ich brauche nicht die Gewissheit, dass mir alle glauben, um zu wissen, dass ich die Wahrheit sage. Nein, ich kenne das Gewicht meiner Aussagen. Es ist die Wahrheit. Ob die Leute mir glauben oder nicht, ist ihr Problem. Ich weiß nur, dass es viele Menschen betrifft. Jedes Kind kann entführt und vergewaltigt werden. Es geschieht jeden Tag. Viele glauben mir vielleicht nicht, weil es zu unfassbar ist. Weil es zu... Ich weiß es nicht. Sollen sie es halten, wie sie wollen. Ich weiß nur, es werden jeden Tag Kinder gefoltert und getötet. Indem ich Anzeige erstatte, übernehme ich Verantwortung. Gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Kindern. Eine zutiefst aufwühlende Reportage mit sehr irritierenden Aussagen. Bei mir im Studio sind Gäste, die ich Ihnen später noch genauer vorstellen werde. Und bei mir ist Noémie, die junge Frau, die wir eben im Film schon kennengelernt haben. Noémie, wir wollen von Ihnen weder den Nachnamen sagen, noch erklären, wo Sie leben. Wie groß schätzen Sie die Gefahr für sich ein, wenn Sie jetzt bei uns so auspacken, Namen nennen? Ich habe ja Anzeige erstattet gegen die Pädophilen, die mich vergewaltigt haben, als ich 11 Jahre alt war. Und das ist also eine reelle Gefahr. Mein Vater fährt dort häufig hin, wo ich wohne. Meine Brüder sind in der Schule. Sie leben ihr Leben. Aber es gibt immer diese Bedrohung des Mörders, des Pädophilen, nicht nur des Vaters, denn dahinter stehen ja noch andere Personen. Das sind jetzt nicht nur Pädophile, das sind Mörder. Sie sind jetzt 18 Jahre alt. Das, was wir in dem Film gehört haben aus Ihrem Mund, geschah, als Sie 5 bis 10 Jahre alt waren.
Was ist in der Zeit seither geschehen? Welche Verantwortlichen, die Sie benannt haben, haben vor Gericht gestanden? Wie lauten die Urteile? Es gibt keine Urteile. Es sind Ermittlungen von der Polizei durchgeführt worden, die irgendwie beiseite gelegt worden sind. Eine Person, die wir genannt haben, ist Anzeige erstattet worden. Es ist auch gegen meinen Vater Anzeige erstattet worden, auch gegen einen Pädophilen.